Beispiel zum zentralen Stoß, Kugelschreiber. Jetzt müsste der gleich zentraler Stoß, nicht? Und zwar, vielleicht nehme ich das Beispiel, wo diese zwei Waggons aufeinander stoßen und dann im Inneren des zweiten Waggons eine Masse sich bewegt. Das ist also etwa so vor dem Stoß, unmittelbar vor dem Stoß ein Waggon mit der Masse groß M, stößt auf einen zweiten gleichen, sagen wir, ganz gleichen Waggon. Und im ersten ist eine zweite Masse drinnen, ein kleines m, das ist ein großes m. Die Geschwindigkeit V1 des Stoßenden ist bekannt und das V2, sagen wir, ist 0. Also ein Waggon stößt mit V1 auf einen stehenden Waggon gleicher Masse. Und wir nehmen an, dass der Stoß erfolgt über die Buffer und die seien genau in der Höhe des Schwerpunktes, nicht? Damit wir also sicherstellen, dass es ein zentraler Stoß ist. Das ist genau die Höhe, sagen wir, S ist genau in der Höhe der Buffer. Und nun heißt es ja, es wird der linke Waggon abgebremst plötzlich, von V1 auf W1 und der rechte Waggon wird beschleunigt. Das heißt, nach dem Stoß ist die Geschwindigkeit, wenn ich also da jetzt die wirkenden Stoßkräfte einzeichne, F ist nach links, F nach rechts, das sind die Kontaktkräfte innen und nach dem Stoß sind also die Geschwindigkeiten hier W1 bezeichnet und die mit W2. Nun, Stoßziffer, sagen wir, sei Epsilon zwischen den beiden Waggons, also ein bisschen Verlust mit Epsilon. Und nun sieht man, dass die Masse M, die da drinnen die Ladung darstellt, für den Stoß gar nicht beteiligt ist. Also M ist am Stoß nicht beteiligt, weil die wirkt ja nur mit einer Reibungskraft und das ist eine eingeprägte Kraft auf den Waggon. M spielt also beim Stoß keine Rolle, nicht beteiligt. Nun habe ich da natürlich, glaube ich, M1 und M2 geschrieben, da habe ich gleiche Massen. Na doch, die Räder sowieso nicht mit berücksichtigt. Jetzt könnten wir sagen, im Grunde ist das jetzt ein Stoß zweier gleicher Massen. Das heißt, das ist durch die Masse M gegen die Masse M. Und wir mit dem Epsilon, mit diesem V1 und da hier ist 0. Und wenn man jetzt diese Beziehungen anwenden würde, nicht, dass nämlich die Geschwindigkeit nach dem Stoß des Stoßenden, wenn ich also jetzt diese Gleichungen noch einmal hinschreibe, ohne dass ich jetzt so eine lange Ableitung mache über die Stoßimpulse und so, dann muss man immer diese 5 Gleichungen hinschreiben, nicht, und dann eliminieren. Und das Ergebnis heißt, die Geschwindigkeit des Stoßenden nach dem Stoß ist gleich vor dem Stoß und die wird kleiner, minus durch die stoßende Masse m, dividiert durch die Summe der Massen, die mal der Geschwindigkeitsdifferenz vor dem Stoß, mal 1 plus Epsilon. Also V2 minus V1 ist dann in dem Fall ja gleich V1. Und Sie sehen, da kommt jetzt raus, dass das W1, die Geschwindigkeit in diesem speziellen Fall nach dem Stoß, gleich ist V1 mal 1 minus 1,5,
mal 1 plus Epsilon. Also steht hier 2 minus 1, 1 minus Epsilon halbe sollte stehen, mal V1. V1 ist die Anfangsgeschwindigkeit, nicht? Mit der der linke Waggon daherkommt. Die Geschwindigkeit W2 des Gestoßenen, die ist gleich seiner Geschwindigkeit V2, die war aber 0 und die wird jetzt größer. Die Ursache ist das M1, aber gleich M, dividiert durch die Summe der Massen, mal Differenz der Geschwindigkeit, mal 1 plus Epsilon. Nun war das 0, also müsste da rauskommen, ist gleich 1 plus Epsilon halbe mal V1. Das sind die Geschwindigkeiten nach dem Stoß, also der rollt jetzt weg und der wird entsprechend langsamer. Und jetzt ist da hier noch gesucht, was macht denn jetzt die Ladung für eine Bewegung? Der Ladung. Da wird es natürlich jetzt der Ladung M im Waggon. Wenn wir jetzt also, das ist die Ausgangssituation hier. Und jetzt nehmen wir an, der Waggon sei also so weit noch vorgekommen inzwischen. Seine Koordinate, die Ortskoordinate nennen wir Y. Und innerhalb des Waggons befindet sich die Masse jetzt hier, das kleine m. Und ihre absolute Koordinate, man muss ja die Bewegungsgleichung immer für absolute, also von einer raumfesten Richtung ausgehend formulieren. Die absolute Koordinate ist x, also auch von dem raumfesten Ausgangspunkt weg daher. Und was wirkt für Kraft auf die Masse m? Es ist im Grunde die Kontaktkraft zwischen den beiden, wenn ich die mit Rot einzeichne. Dann ist das das große MY2-Punkt, das ist die Bewegung der Masse. Wenn da jetzt, Sie sehen, wenn relativ zum Waggon etwas noch vorrutscht, dann versucht sie den Waggon zu beschleunigen. Nicht? Also. Im Grunde ist es so, die Anfangsgeschwindigkeit vom kleinen m ist das V1 noch. Der merkt ja nichts vom Stoß, der Koffer, der da drinnen ist, nicht? Der fährt noch mit V1 weiter, während der Waggon ist langsamer geworden ist. Jetzt rutscht die Masse m, klein m, relativ zum Waggon nach vor und versucht den Waggon zu beschleunigen. Und die Reaktionskraft ist, dass die kleine Masse gebremst wird. Also das ist die Kraft auf die kleine Masse und unterhalb zeichne ich die Kraft auf die große Masse. Und beides ist natürlich eine Reibungskraft, also μ mg. Mg ist dann die Normalkraft, nicht? Das Gewicht der kleinen Masse. Und daher muss ich jetzt für beide die Bewegungsgleichung hinschreiben. Zunächst einmal für die Ladung m mal x2-Punkt, Masse mal Beschleunigung, ist gleich, ja, Sie sehen, die Kraft wirkt auf die kleine Masse in der negativen x-Richtung, also hier muss ich ein Minus μ mg. Also ist x2-Punkt gleich Minus μ g, eine Bewegung mit konstanter Verzögerung aus der Anfangsgeschwindigkeit V1. Also einmal integriert, heißt x-Punkt ist gleich, und jetzt nehme ich die Anfangsgeschwindigkeit, naja, minus μ g mal t plus c1. Immer wenn man integriert, muss man plus c1 schreiben. Andererseits ist ganz klar, t gleich 0, x-Punkt ist v0, t gleich 0, die Anfangsgeschwindigkeit der kleinen Masse ist x-Punkt gleich v0
1, nicht? Die bewegt sich ja wie der Waggon. Die Folge ist C1 ist V1. Die Geschwindigkeit, die absolute Geschwindigkeit, ist also jetzt x-Punkt gleich V1 minus μ gt. Und wenn ich das noch einmal integriere, dann kriege ich den Weg x von t, weil zur Zeit t gleich 0 x gleich 0 war, das war ja hier diese Position, ist die Konstante 0, also schreibe ich gleich v1t minus μ g mal t Quadrat halbe. Die Bewegung des Waggons. Waggon, der hat die Koordinate y, also Masse mal Beschleunigung, my2 Punkt. Und der wird beschleunigt mit plus μ mg, mit der roten Kraft. Nicht? Die wirkt in Richtung y. Und Sie sehen, daraus folgt jetzt, dass das y2-Punkt natürlich auch konstant ist. y2-Punkt ist gleich μ g mal Massenverhältnis. y-Punkt ist dann μ g m zu m mal t plus einem c. Naja, c1 habe ich schon verwendet. Also, nein, wir können immer wieder da c1, aber ich schreibe es c2, c3 schreibe ich einfach. c2 ist da 0 gewesen. c3 für t gleich 0 ist y-Punkt aber das w1. t gleich 0. Y-Punkt ist die Geschwindigkeit nach dem Stoß. Y-Punkt ist W1. Also ist klar, dass C3 ist W1. Damit ist Y-Punkt gleich W1 plus μ g m zu m t. Und nochmal integriert gibt uns die Lage des Waggons, der natürlich keinen Rollwiderstand hat, wir sagen also, da unten passiert gar nichts, die Räder, die rollen einfach dahin ohne Widerstand. W1t plus μ g m zu m t Quadrat halbe. Und nun ist die Frage, wann ist das Rutschen beendet? Ganz offensichtlich dann, wenn Waggon und Ladung gleiche Geschwindigkeit haben. Also Rutschen beendet, Ende des Rutschens, gleiche Geschwindigkeit. Es muss absolut gesehen, oder Sie können auch sagen, die Relativgeschwindigkeit, y-Punkt minus x-Punkt muss 0 sein, nicht? Also es müssen beide dieselbe Geschwindigkeit haben, x-Punkt muss gleich y-Punkt sein. Ja, aber wenn jetzt die Massen einem anderen Gleichschaft suggeriert, dass die Masse dann die Quadratform ist. Das wollen wir ausschließen. Also zunächst, dass, klar, dass das innerhalb noch, wir können aber weiterrechnen. Ja, was passiert, wenn jetzt dann an die Portwand und dort noch ein Stoß ist? Ja, ja, das können wir schon machen. Also zunächst, Ende des Rutschens, wenn das gleich ist, unter der Annahme, klar, daraus kriege ich zum Beispiel ein T1, nicht? X-Punkt von T1 gleich Y-Punkt von T1. Und wenn das X von T1 muss natürlich kleiner sein als die Länge des Waggons, nicht? Dann kommt er innerhalb der Ladefläche noch zum Stehen. Wenn wir das als Annahme nehmen, also dass nur ein einziger Stoß stattfindet, dann muss ich jetzt das x-Punkt nehmen. Sie sehen, das steht da v1 minus μ gt. V1 minus μ gt1. Müsste gleich sein. W1 plus μ g klein zu groß m t1 und daraus folgt das t1, die Zeit,
die man da ausrechnen kann, nämlich mit T1 zusammengezählt, was ist denn größer, klein, eben zu groß, M ist kleiner, also gebe ich das da rüber, das ist sowieso Summierung. Es steht also V1 minus W1 dividiert durch μ g herausgehoben, glaube ich, mal 1 plus Massenverhältnis m zu m. Und V1 minus W1, das könnte ich natürlich aus der Gleichung hier nehmen. V1 minus W1, das W1 ist 1 minus Epsilon halbe, das müsste ich mir jetzt merken. Und das heißt also, V1 durch μ g, dann steht da V1 minus W1, habe ich gesagt, ist 1 minus Epsilon halbe durch 1 plus klein zu groß m. Das schaut nicht schön aus, also werde ich das wegradieren. Dann da oben 1 minus Epsilon schreiben und den Zweier da vorne hergeben. Dann habe ich vermutlich vielleicht, nein, da habe ich was anderes stehen. Noch einmal. V1 W1. V1 minus W1. W1 ist ja sicher kleiner. Ich weiß nicht, wieso ich da ein Plus habe. Vielleicht ist das auch nur ein Druckfehler da. Also das kommt mir nicht ganz geheuer vor. Ich vermute, dass diese, das war falsch, zurück, bitte, und dann noch zurück, dass das richtig ist. Ne? W1 ist ja kleiner geworden, W2 wird größer. Ja, 1 minus Epsilon, das dürfte also falsch im Skriptum sein, das Vorzeichen. Das ist die Zeit T1 und damit könnte ich den Rutschweg ausrechnen. Der Rutschweg wäre das x von T1 minus, sollte er plus sein? Ja, weil V1 minus T1. Ach so, weil V1 minus W. W1 ist 1 minus Epsilon. Aha. Achso, weil ich ein 1 herauskomme. Ja, dann steht da ein Plus. Ja. Also es stimmt schon. Ich habe den 1 jetzt verloren, nicht von dem 1,5. Der Rutschweg ist x minus y im Wagen, nicht? Von dem wir annehmen, dass er kleiner als L sein muss, nicht? X ist der Weg von m, also von einer festen Koordinate ausgerechnet. Naja, und da müsste man das t einsetzen, das wird dann ein bisschen eine längere Geschichte. X von t1 heißt v1 t1 minus μ g t1 Quadrat halbe minus w1 t1, und weil das ja da ein Plus steht, bleibt da ein Minus μ g klein zu groß m t1 Quadrat halbe, und das soll kleiner l sein. Also daraus kann ich das s ausrechnen, den Rutschweg s haben wir, ist gleich so groß. T1 eigentlich, das ist mir zu mühsam, dass ich das noch einsetze da. Und jetzt angenommen nun, das S sei größer. S käme da hier größer als L heraus. Dann ist ja ein zweiter Stoß von M mit Groß M an der rechten Bordwand sozusagen.
Dann müssten wir aber erstens sagen, ich setze, zu welcher Zeit ist das S gleich L? S gleich L gesetzt und daraus die Zeit ausgerechnet. Die nenne ich jetzt T2. Das heißt also, x von T2 minus y von T2 setze ich jetzt ist gleich L und rechne daraus das T2 aus. Wenn ich S gleich L setze. Naja, Sie haben recht, wie lang ist die Kiste? Also L, Länge des Waggons minus, wir müssen, Sie haben recht, ja, ja. Länge des Waggons ist nicht ganz richtig, Waggon minus Kistenlänge, ja, ja. Zurückgelegter Weg sollte das sein. Also die sozusagen Kiste, Kistenlänge. Vernachlässigt als Massenpunkt. Daraus käme jetzt das D2 heraus, aber das ist ja nicht ganz einfach, das ist jetzt eine quadratische Gleichung, nicht? Naja, ich schreibe vielleicht doch richtig hin, weil jetzt steht jetzt D2 Quadrat, das nehme ich nach rechts, nicht? Da, ich brauche nur ist gleich L schreiben. In der Gleichung S brauche ich nur schreiben, ist gleich L, nehme die D2 Quadrat, μ g, D2 Quadrat halbe, mal 1 plus klein zu groß, minus, dann steht noch W1 minus V1, warten Sie mal, ich gebe alles noch herüber, dann schreibe ich minus V1 ist ja größer, V1 minus W1 T1, und dann schreibe ich plus L ist 0, oh nicht T1, T2. D2, das ist jetzt die Zeit, daraus, und das V1 minus W1, das kennen wir ja schon wieder, V1 minus W1, V1 minus W1, haben wir gesagt, ist gleich, das ist ein halb 1 plus Epsilon, 1 plus Epsilon halbe. Ne? Also damit kann ich aus dem das T2 ausrechnen. Wird ein bisschen eine mühsame Gleichung, nicht? Mit dem T2 rechne ich jetzt die Geschwindigkeit der beiden aus. Mit T2 muss ich rechnen. Habe ich noch irgendwas? V1 minus W1. Ich dachte, ich hätte jetzt, wenn ich V1 minus W1... Ja, ja, aber ich habe da eine Gleichung, wo steht 1 plus Epsilon halbe. Nicht? Und aha. Wenn ich das V1, ach so, ja, Sie haben recht. Wo steht das jetzt? V1 steht, ja, ja, da steht es. Sie haben schon recht, da steht V1 jetzt. Ne? 1 plus Epsilon habe ich, also das V1 habe ich nicht hingeschrieben. Also, da hier ist jetzt das T zu rechnen. Mit dem T2 kenne ich jetzt das x-Punkt T2, das ist jetzt die Geschwindigkeit von m, als Geschwindigkeit von m, und y-Punkt von T2 ist die Geschwindigkeit von groß m. Und jetzt findet der Stoß statt, das ist quasi jetzt mein eine Geschwindigkeit x-Punkt, y-Punkt sind die Geschwindigkeiten vor dem Stoß. Vor Stoß, nicht? X-Punkt und y-Punkt. Und das bedeutet jetzt, ich habe da das kleine m, da das große m. Beim kleinen m die Geschwindigkeit x-Punkt. 2, x-Punkt, ich nenne es jetzt einfach mit Index 2, und da die Geschwindigkeit y-Punkt mit Index
2. Und offensichtlich ist ja x.t2 noch größer als y.t2. Nicht? Also gibt es keinen Stoß. Wenn das Ende des Rutschens vorher ist, haben wir es ja gleich genannt, nicht? Die beiden. Und das würde jetzt heißen, wenn wir sagen, na gut, das wird jetzt ein plastischer Stoß, angenommen Epsilon gleich 0, dass nachher wenigstens mit E Ruhe ist und nicht wieder auf die andere Seite fährt und da hin und her peppelt sozusagen. Sagen wir jetzt, Epsilon ist 0, dann können wir sagen, dass ja der Impulssatz genügen müsste. Mit welcher Geschwindigkeit fahren Sie nachher weiter? Nämlich mit der gemeinsamen Geschwindigkeit. Sie haben beide gemeinsame Geschwindigkeit nachher. Das ist das U. Und dann muss klein m plus groß m, der Impuls, mal U gleich sein, naja, dem klein m x Punkt 2 plus dem groß m y Punkt 2. Und damit ist das U berechnet. Mx.2 dividiert durch m plus m.